Hallo. Ist es spät? Es tut mir leid. Ich schätze, es ist spät, ja. Manchmal verliere ich mich selbst. Das ist dein Zuhause, verstehe. Einfachheit kommt oft mit Bescheidenheit. Darüber bin ich mir jetzt bewusst. Kannst du mir bitte etwas Wasser bringen? Bitte, ich fühle mich so durstig. Ja, Wasser. Du bist sehr nett. Manchmal verliere ich mich und jetzt ist es sehr dunkel. Du bist erst vor kurzem hierher gekommen. Manchmal verlassen wir unser früheres Selbst und starten neu. Nur um dann mit größeren Hürden konfrontiert zu werden. Ich sollte nicht mehr sprechen. Es ist zu spät. Vielen Dank für deine Freundlichkeit. Mein Name? Ich denke, ich bin. Manchmal verliere ich mich selbst. Gute Nacht. Okay, das war seltsam. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber okay. Sehr seltsam. Bitte seid. Oh Gott sei Dank. Ich hatte echt Glück, dass die Büsche hier noch gewachsen sind. Und mir fällt gerade ein, also mir fällt jetzt gerade ein, dass ich richtig, richtig dumm bin. Oh nein. Ah. Ja. Ich bin richtig dumm. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich müsste entweder die hier wegmachen oder die hier wegmachen oder halt die Reihe hier. Also hier so, die da. Ach Gott, bin ich doof. Also falls sich jemand jetzt fragt, was genau mein Problem ist, ich hab die Dinger hier dumm angepflanzt. Also ich kann die zwar bewässern, aber ich kann die ja nicht abernten. Na gut, also einmal kann ich sie abernten, aber. Oh, wie doof. Hey, wir haben 5 erwachsene Hühner. Yay, sehr gut. Und ich brauche Hühnerfutter. Oh Mann, bin ich dumm. Entschuldigung, aber das ärgert mich jetzt wirklich. Vor allem so richtig dämlich. Wahrscheinlich sind die Kommentare alle jetzt mit: Oh Mann, wie blöd bist du eigentlich? Und oh, du hast es total falsch angepflanzt und keine Ahnung. Ja. Oh Mann. Oh. Seht ihr? Deswegen ist es so wichtig, sich vorher zu überlegen, wie man anpflanzt und ob es überhaupt Sinn macht, so anzupflanzen. Oh Mann. Grrr. Naja.
Aber so Fehler passieren einfach. Kommt vor. Ich weiß jetzt schon, dass es mir nächsten Monat genauso geht. Und ich habe wahrscheinlich nicht genug Zeug geholt, weil, ich meine, man kann da nicht dumm genug sein. In der Mine ist mir dann aufgefallen, ich habe gar keinen Hammer. Und ohne Hammer ist es ziemlich schwierig. In der Mine irgendwas zu reißen. Das heißt also, ich war vollkommen, naja, was heißt vollkommen? Ich habe schon ein bisschen was verkauft und Geld gemacht und so, aber ja. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen dumm. Aber wir haben jetzt den goldenen Hammer. Alles tutti. Ich gehe jetzt zum ersten Boss, den wir kaputt hauen können jetzt, weil wir so eine coole Ausrüstung haben und einen tollen Hammer. Und dann laufe ich in die falsche Richtung. Dann haben wir einen kleinen, süßen Helfer, der uns auf der Farm bei der Arbeit hilft. Theoretisch. Außer ich verkacke jetzt natürlich. Ich werde tatsächlich versuchen, hier die Viecher in ihre Bomben zu lotsen. Ich glaube, ich muss mich einfach auf einen konzentrieren. Jawohl. Einer ist fertig. Weil die Türen gehen erst auf. Ja, Scheibenkleister. Wenn ich, na komm, hallo. Wenn ich alle Monster in den Räumen besiegt habe. Komm. Dankeschön. So. Es sind hier zwar mehr Gegner und ich mache diese Schraubendinger mit den Bomben. Also nicht mit den Bomben kaputt. Oh, okay. Ich bekomme dadurch tatsächlich Erfahrungspunkte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber in Ordnung. Mir dauert es zu lang. Tut mir leid. Ich habe da einfach keine Geduld dafür. Der ist jetzt tot. Der ist auch tot. So. Ja, und jetzt kriege ich natürlich das Fett hinterhergeworfen. Dankeschön. Zack. Jetzt noch den letzten. Ach, Mist. So, und jetzt kommen wir hier hin, zu diesem Viech, das ich das letzte Mal nicht getötet habe. Ah. Die Laserstrahlen können nämlich ganz schön wehtun. Hier kriegen wir noch Geld, auch gut. Selber in die Luft. Dann gehen wir hier durch. Es ist ein kleines Labyrinth. Man muss hier so im Dunkeln seinen Weg durchfinden und zum Schluss dann noch das Ding hier kaputt hauen. Ich muss hier weiter hoch, erst, weil da ist schon nochmal so ein Viech. Und ohne was zu sehen, sind diese Laserdinger tatsächlich ziemlich blöd.
Okay. Gut. Alles klar, hier sind wir im Vorraum. Kommen noch eine Heilpotion. Und jetzt geht es tatsächlich los. Ich ziehe noch die besseren Schuhe an, auch wenn es nur einen Verteidigungspunkt Unterschied macht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich wieder still sein, weil ich muss mich vermutlich konzentrieren. Hallo? Ah, okay. Das hier ist unser erster Bosskampf. Und ich habe Angst. Am Anfang hilft es tatsächlich, ziemlich nah bei ihm dran zu stehen. Und zu hoffen, dass er sich nicht an der Wand bewegt. Aha. Mist. Ha. Ich stelle mich heute echt dumm an. Und jetzt wird's richtig dumm. Weil wenn der sich nämlich bewegt, ja, dann bewegen sich auch die Flammen. Was er zum Glück nicht getan hat. Wir haben den ersten Boss besiegt. Woo! Und war nicht mal so scheiße. Ah, juhu! Wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist der kleine, süße Roboter, der vor uns davongelaufen ist. Ah, Gott. Psst. Initiiere. Seid gegrüßt, Meister. Bitte Namen eingeben. Jetzt können wir... Warum? Ah. Nein. Der kann reden. P-U. Ist das nicht irgendeine Formel? Hm. Psst. Neuer Name akzeptiert. Identifiziere Meisters jetzige Berufung. Hm. Meister hat sich seit dem letzten Mal ziemlich verändert. Letzte Kalibrierung. Stelle mich auf Farmarbeit ein. Abflug zur Basis. Ja, komm, machen wir uns einfach mal hier ein Loch rein. Gar kein Problem. Und jetzt sind wir hier auf der Farm. Lernen haufenweise Rezepte und haben hier unseren süßen kleinen Helfer. Seid gegrüßt, Meister. Aufgaben für morgen. Nichts. Batteriestand ist bei 50%. Funktion auswählen. Klick. Gießen Protokoll Level 1. Ja, der hat jetzt halt bei allem Level 1. Also er kann Tiere füttern, Pflanzen gießen und Pflanzen einsammeln. Was wahrscheinlich für uns gar nicht so blöd ist, weil wir... Also weil ich dumm war. Und dann kann er wenigstens Zeug einsammeln, das in der Mitte wächst. Und ja. Konstruiert Protokollverbesserungen an der Werkbank. Gebt der ein... Unterstützt die Einheit mit Verbesserungen. Okay. Also, der braucht jetzt noch nichts. Wir haben jetzt gelernt, eine Batterie herzustellen.
Die braucht man, um den automatischen Helfer mit Strom zu versorgen. Dann gibt es hier die Erntemodifikation. Ich meine, der ist ja schon auf Level 1. Ich weiß dann nicht, ob ihm die Modifikation 1 überhaupt was bringt. Aber wir haben eh keinen Zirkon, von daher kann ich es eh nicht machen. Und ja. Dann haben wir hier noch die bessere Batterie, die eben extra Energie für den automatischen Helfer gibt. Und wir haben hier die Wassermodifikationen. Könnte ich theoretisch herstellen, will ich aber nicht. Von daher haben wir jetzt immerhin einen Boss von zwei geschafft. Und haben noch so einen weirden Besuch heute Nacht gekriegt. Ich suche jetzt mal die Leute, die ich beschenken möchte. Beziehungsweise sortiere jetzt erstmal hier das Zeug ein. Ich meine, der Heiltrank ist natürlich besser als der, weil der eben auch Ausdauer wiederherstellt und der hier eben nur HP. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir nehmen das, was wir kriegen können, sind zufrieden damit und werden es schon hinkriegen, irgendwie damit zu arbeiten. So, ja, Leute beschenken und so. Ach, der Typ, ich mag ihn einfach nicht. Hey, hast du irgendwas mit Lazarus zu besprechen? Ich weiß nicht, was ich ohne Ken tun würde. Ich wäre wahrscheinlich ein Also, was ist denn heute los? Ein Rentner und ein einsamer alter Mann. Also, meine Übersetzung heute ist ja grauenhaft schlimmer als sonst. So, June. Reicht leider nicht ganz für den größeren Rucksack. Schade. Aber May sollte ich vielleicht noch besuchen gehen. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt bei ihr was bringt, wenn ich ihr so eine Nachtblume schenke. Ich glaube nicht, weil alle anderen. Oh! Schaut mal. Was hat der da? Oh, hi. Ich sitze hier nur. Spiel mit so einem kleinen Etwas, das ich vor einiger Zeit aufgesammelt habe. Ja, dieses kleine Etwas, wird noch wichtig. Es wird noch wichtig. Im Sommer, wird das Essen schneller schlecht wegen der Hitze. Aber in meinem Diner, überlebt kein Essen so lange. Die Leute hier haben einen sehr großen Appetit, das sage ich dir. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht auch was esse. Viele der Dorfbewohner kennen ein oder zwei Rezepte, auch wenn sie nicht so aussehen, als wären sie der Kochtyp. Wenn du dich mit ihnen befreundest, wird es dir helfen, diese Rezepte zu lernen. Das macht Sinn und ich hole mir jetzt hier was zu essen. Und zwar die Zwiebelringe. Ja, doch immerhin ein bisschen was. Ich habe übrigens angefangen, hier den Spielplatz restaurieren zu lassen. Und das hat den einfachen Grund, weil das die Freundschaft zu den Dorfbewohnern nochmal pusht. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Also,
Oh, da sind die Kinder. Spielen im Regen. Yay. Ja. Eiscreme für die wäre natürlich schon cool. Für mich, danke. Ich hoffe, die Klimaanlage in meinem Stadtbüro geht nicht schon wieder kaputt. Ja, hoffe ich auch für dich. Wäre ziemlich blöd bei der Hitze. Ohne Kühlung. Ah, Hexe, ich mache mir Sorgen um Alice. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber Alice hatte ein Alkoholproblem. Sie konnte einfach nicht aufhören. Wir sind durch die Hölle gegangen, bis sie es tatsächlich geschafft hat. Aber jetzt verdächtige ich sie, dass sie heimlich wieder angefangen hat zu trinken. Wenn das wahr ist, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht bin ich paranoid, aber ich sehe die kleinen Dinge der Vergangenheit, die Nerven, das manchmal auftretende Stottern, diese kleinen Details. Ich liebe Alice, aber ich werde nicht noch einen weiteren ja, ich werde es nicht nochmal durchhalten, wenn sie wieder ihre Gewohnheiten zeigt. Ups, ich wollte dich nicht hauen, tut mir leid. Arbeiten ist gut, aber hin und wieder muss man auch ein bisschen relaxen. Vielleicht bei einem Spaziergang oder so. Ja, wir haben bei Michael jetzt auch einen Stern. Das war die erste Geschichte. Hier. Ha. Und ich habe euch ja schon gesagt, als Alice da so gestottert hat und hier diesen Hick und sowas, dass sie tatsächlich trinkt. Was sehr, sehr schade ist, weil Alkohol macht dann doch ziemlich viel auch kaputt. Nicht nur bei der Person selbst, sondern auch, ja, beziehungsmäßig ziemlich chaotisch kann das sein. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich noch aufnehme. Nicht, dass ich jetzt. Ja, okay, ich nehme noch auf. Ich dachte schon, ich rede die letzten 10 Minuten nur für mich, aber zum Glück nicht. Okay, aber meine Zeit hier ist schon wieder drüber. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, auch wenn ich jetzt hier mitten am Tag aufhöre. Genau, ich werde jetzt noch Perlen einsammeln gehen und ja, ich glaube, mehr mache ich dann tatsächlich auch nicht. Also dann, ich bedanke mich fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!